Buchführung ist ein Planungstool, in dem aber derzeit nicht alle Informationen abgebildet sind. Das Buchführungsparlament ist ein Ort, wo Menschen aus der ganzen Gesellschaft zusammenkommen. Buchführen zu können, wird vorher definiert, was Kosten sind und was Schulden sind, die zurückgezahlt werden müssen. Robert und ich haben uns in unserem Transformationsprojekt gefragt, was es braucht, damit wir eine Gesellschaft haben, die Reproduktion von Mensch und Natur systematisch macht. Und uns ist da die Buchführung aufgefallen, dass die sehr, sehr relevant ist. Weil wenn ich nur Geld als etwas sehe, was in ein Unternehmen eingebracht wird, aber nicht die Zeit und Energie von Menschen, die Ressourcen von Natur, die Energie, das sind Informationen, die wir nicht haben derzeit. Und um diese zu bekommen, brauchen wir eine Demokratisierung des Buchführungswesens. Und das wollen wir schaffen, indem wir ein Buchführungsparlament etablieren, in dem diskutiert wird, welche Informationen für Buchführung relevant sind. Und deswegen ist es nicht unpolitisch, sondern politisch, weil eben diese Kosten auch derzeit in der Gesellschaft da sind. Sie werden aber nicht zurückgezahlt, weil sie nicht als solche gesehen werden.